Namaste, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Ich möchte mit dir heute in die Welt von Mama-Baby-Yoga eintauchen. Das heißt, du als Mama übst Yoga, machst auch ein paar Rückbildungsübungen dabei, Beckenboden stärken und gleichzeitig ist dein Baby mit dabei. Dein Baby ist Teil der Yoga-Praxis. Probier das doch einfach mal aus. Wir machen eine kleine Yoga-Sequenz zusammen und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Namaste, ich grüße dich zu unserer Mama-Baby-Yoga-Stunde heute mit dem Thema Beckenboden. Beckenbodenkraft, Beckenbodenpower, weil der Beckenboden, wenn der stärker wird und stabiler wird, steigert er deine Lebensfreude, dein Wohlbefinden, die Kraft und die Aufrichtung deines Rückens und auch Oberkörpers und natürlich auch diese wichtige Haltefunktion wird gestärkt, weil der Beckenboden hält ja auch die Organe, die inneren Organe an Ort und Stelle. Deswegen stärken wir heute bewusst immer mal wieder in den Yoga-Übungen unseren Beckenboden und fangen auch gleich mal mit einer Spürübung für den Beckenboden an. Wenn du willst, kannst du dafür dich hinter dein Baby setzen oder du kannst, wenn du möchtest, auch dein Baby auf den Schoß nehmen oder auf den Arm nehmen, was gerade angesagt ist. Und dann finde mal eine bequeme Sitzposition, Schneidersitz oder einen Fersensitz oder einen anderen bequemen Sitz kommen und dann zieh mal den Bauch rein, mach den Rücken lang und gerade und versuch mal diese Aufrichtung zu halten. Wenn du magst, kreise nochmal die Schultern, schließe die Augen und komm mal an. Nimm einen tiefen Atemzug, komm zur Ruhe und sag dir für die Stunde als Sankalpa, als Intention dreimal den Satz: Ich stärke meinen Beckenboden. Ich stärke meinen Beckenboden. Und es gibt nicht nur einen Beckenbodenmuskel, sondern der Beckenboden, der besteht aus drei Muskelschichten. Und lass gerne mal, wenn es geht, mit deinem Baby die Augen geschlossen. Und dann erkläre ich dir diese drei Schichten. Und du kannst jetzt nacheinander dann mit mir alle dreimal finden und anspannen und verstehen, wo sie denn genau sind. Die äußerste Beckenbodenschicht dieser drei Schichten, das ist quasi die Beckenbodenmuskulatur, die ist wie eine liegende Acht um die beiden Öffnungen von Vagina und After. Kannst du dir diese Muskelschicht vorstellen? Und die kannst du jetzt mit jedem Ausatmen aktivieren, indem du dir vorstellst, du sitzt im Auto, musst auf Toilette und hältst so ein bisschen ein. Und dann lässt du wieder los. Und das kannst du dir jetzt mal ein paar Mal vorstellen und immer wieder bei der Ausatmen aktivieren und bei der Einatmung loslassen. Ja, und meistens geht der Bauch automatisch so ein bisschen mit rein und beim Loslassen entspannst du dann wieder. Noch einmal hier ansteuern, dir vorstellen, du hältst so ein bisschen ein, stell dir diese liegende Acht vor, die äußerste Beckenbodenschicht und löse. Dann erkläre ich dir die zweite Beckenbodenschicht, die mittlere, die ist so ein bisschen wie so ein Dreieck gespannt. Ja? Die ist befestigt, diese Muskelschicht, an den Sitzbeinhöckern rechts und links. Die spürst du jetzt auch, je nachdem wie du sitzt. Das sind diese Sitzbeinhöckerknochen und vorne am Schambein. Ja? Und du kannst dir jetzt mal so ein gespanntes Trampolintuch vorstellen, was nach oben aufsteigt und wieder runter geht. Oder wie so ein Fallschirmtuch. Ja? Und dafür jetzt mit jedem Ausatmen zieh die Sitzbeinhöcker zueinander und nach vorne Richtung Schambein und dann loslassen. Also aktivieren und loslassen. Immer wieder mit dem Ausatmen Sitzbeinhöcker zueinander ziehen und lösen. Und noch dazu Sitzbeinhöcker ein bisschen zueinander und nach vorne Richtung Schambein ziehen. Und dann wieder lösen mit der Ausatmung. Anspannen mit der Einatmung, lösen. Noch einmal mehr. Und dann
gibt es noch eine weitere, die innerste Beckenbodenschicht. Und die ist jetzt ein bisschen wie so ein aufgeklappter Fächer, ja, und hält quasi dann auch die inneren Organe an Ort und Stelle, hat eine wichtige Haltefunktion. Und auch beim Yoga spielt sie eine wichtige Rolle. Wir ziehen auch immer mal wieder Schambein, Steißbein zueinander. Dadurch aktivieren wir diese innerste Beckenbodenschicht. Im Yoga sagen wir auch Wurzelverschluss oder Mula Bandha, falls du das schon mal gehört hast dazu. Und das wollen wir immer wieder aktivieren, am besten immer wieder in der ganzen Yoga-Praxis, in der ganzen Yogastunde oder Einheit. Und dafür kannst du dir mal vorstellen, hier vorne von Schambein und Steißbein hinten, du kannst auch mal die Hände da auflegen, wenn du willst, ist ein Gummiband gespannt. Und dieses Gummiband, das geht auseinander und zusammen. Auseinander und zusammen. Und genau so kannst du ein bisschen dein Becken noch dazu kippen. Ziehst du jetzt immer mal wieder Schambein, Steißbein zueinander und wieder lösen. Mit dem Ausatmen aktivieren und mit dem Einatmen lösen. Und das kannst du ein paar Mal machen in deinem Atemrhythmus. Aktivieren und lösen. Gerne dann nochmal einen Moment nachspüren. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du jetzt eine dieser drei Schichten ansteuerst und die anderen mit reingehen oder mit anspannen oder der Bauch mit reingeht. Das ist vollkommen okay. Die sind ja auch ein bisschen teilweise miteinander verbunden. Und wenn ich sage, Beckenboden aktivieren, schau einfach, was du ansteuern kannst, was du spüren kannst und wie du dann am besten deinen Beckenboden stärken kannst. Jetzt darfst du die Augen wieder öffnen und zurückkommen. Dann mal hier über dein Baby bleiben. Wenn du im Schneidersitz bist wie ich, kannst du die Hände auf die Knie absetzen. Das geht aber auch im Fersensitz. Oder du kannst auch die Beine öffnen, wenn du möchtest. Kannst du das auch genauso gut hier in einer Grätsche machen. Die Arme nochmal mitnehmen. Oder wenn du im Schneidersitz bist, kreisen wir hier mal über das Baby. Wärmen hier den Rücken auf in diesen Sufi-Kreisen. Wenn du willst, komm mit geradem Rücken nach vorne und mit rundem Rücken zurück. Lass den Atem fließen. Und einmal die Richtung wechseln, auch in die andere Richtung. Erstmal langsam anfangen, vielleicht mit kleinen Kreisen, einer kleinen Bewegung. Und vielleicht möchtest du sie noch etwas größer werden lassen oder so ein bisschen mal den Kopf mitnehmen, über dein Baby, dich bewegen, so wie es heute für dich passt und wie es sich heute gut anfühlt. Dann kommst du auch hier langsam wieder zur Ruhe und machst dich mal ganz lang. Streck dich mit den Armen in die Länge und stell dir mal vor, du greifst hier nach den Sternen. Und vielleicht ist da mal ein Stern über dir, hinter dir, rechts von dir oder links von dir. Und so machst du dich immer mal wieder ganz lang und ziehst dich hier im ganzen Oberkörper in die Länge. Machst dich ganz groß. Noch einmal nach den Sternen greifen. Und dann löse die Arme. Kreis kurz die Schultern lockern und falte mal die Hände hinter dir. Bring die Schulterblätter zueinander. Ich zeige dir das mal gern seitlich. Atme vorne in den Brustkorb ein, hinten zwischen die Schulterblätter aus. Dann hebt der Brustkorb auch noch so ein bisschen an beim Einatmen und du entspannst die Schultern beim Ausatmen. Und dann löse mal die Hände. Und jetzt kannst du dich nochmal über dein Baby beugen, vielleicht die Hände neben oder auf dein Baby oder die Händchen greifen. Schulter, Kopf und Nacken mal ein bisschen lockern, lösen. Ja, ja, nein, nein. Spannung rausnehmen aus dem Kopf. Da sind wir auch oft im Nacken oder in den Schultern verspannt. Und das wollen wir heute und bei jeder Yoga-Einheit gerne lösen. Richte dich langsam, langsam wieder nach oben auf. Nimm mal die Hände aufgesetzt auf die Schultern und kreise mal mit den Ellbogen. Hinten schön die Schulterblätter auch zueinander nehmen und auch hier mal den Bauch und den Beckenboden aktiv halten, nach innen ziehen. Dann kannst du hier mal die Hände falten und die gefalteten Hände hinter deinen Kopf nehmen. Für den Nacken wollen wir jetzt mal
Einmal uns nach rechts dehnen auf die Seite. Halten einen Moment in dieser Dehnung. Und dann in die Mitte kommen. Atme ein. Und dann kommen wir auf die andere Seite und halte auch hier mal einen Moment in dieser Dehnung. Zieh den Bauch rein und versuch hier stabil zu sitzen. Und auch hier nochmal in der Mitte. Bauch rein, Beckenboden mal aktivieren. Zieh Schambein, Steißbein zueinander. Nimm mal die Ellbogen nach vorne und das Kinn Richtung Brust. Und dann halte das. Halte das und bleibe hier weiter atmen. Einen Moment die Halswirbelsäule, den Nacken hier dehnen, verweilen, zurückkommen, den Kopf wieder aufrichten, die Hände lösen und dann mal eine Hand absetzen, dich auf die Seite dehnen. Wer möchte, kann sogar auf den Unterarm kommen. Einfach mal ausprobieren, wie es für dich heute angenehm ist. Genauso auf der anderen Seite, du kannst die Hand absetzen oder die Fingerspitzen dich seitlich dehnen oder du kannst weitergehen und sogar den Unterarm absetzen. Wir machen einfach mal jede Seite nochmal und du entscheidest selber, ob du Hand oder Unterarm hier eine leichte oder eine größere Seitdehnung machen möchtest. Von einer Seite auf die andere Seite. Ausprobieren, nachspüren. Weil es so schön ist, wir machen noch eine Runde mehr. Noch einmal dehnen, lang machen. Auch auf der anderen Seite, vielleicht auch auf den Unterarm nochmal kommen. Und zurück zur Mitte. Beide Hände mal auf deinen Bauch ablegen, dich hier richtig schön aufrichten. Nimm mal 2, 3 tiefe Atemzüge in den Bauchraum und wenn du magst, schließe dabei die Augen. Und dann langsam wieder zurückkommen. Die Augen öffnen und wir kommen jetzt über das Kind in einen Vierfüßlerstand. Ich lege dafür mein Kind an den Anfang meiner Yogamatte ab und kann dann richtig schön rechts und links neben den Füßchen oder neben dem Körper von meinem Baby die Hände absetzen. Und dann öffne die Beine hüftweit und komm an hier im Vierfüßlerstand. Stell dir jetzt mal vor, du bist eine Katze und hast hier hinten so einen Katzenschwanz. Wie beim Karneval kann man sich so einen Katzenschwanz machen. Und jetzt in der Kuh geht dieser Katzenschwanz nach oben. Und wenn wir einen Katzenbuckel machen, geht dieser Katzenschwanz nach vorne und du klemmst den zwischen den Beinen ein. Und das aktiviert zusätzlich den Beckenboden. Also du stellst dir mal vor, Katze, einmal hier eine Schale machen und einen runden Rücken. Der Katzenschwanz geht einmal nach oben und dann machst du dich ganz rund. Versuch das mal in deinem Tempo zu machen, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und dann kannst du von einer Richtung in die andere Richtung immer wieder einklemmen, im runden Katzenbuckel, Bauch, Beckenboden aktivieren. Eine letzte Runde noch. Und dann geh mal mit dem Po Richtung Fersen. Wenn du willst, nimm die Arme neben deinen Körper, mach dich klein und rund oder leg die Hände auf dein Baby ab, entspanne den ganzen Rücken. Nimm ein paar tiefe Atemzüge hier in deinen Rücken. Ganz langsam dann kannst du dich wieder aufrollen, in einen Vierfüßlerstand wiederkommen. Und jetzt nehmen wir hinter unserem Baby im Vierfüßlerstand, einatmen den rechten Arm nach oben und ausatmen legen wir Arm, Schulter und Kopf ab, dass du so eine sanfte Drehung hast in der Brust, Wirbelsäule. Öffnen und ablegen. Eine letzte Runde, einatmen, ausatmen, ablegen, Arm, Schulter und Kopf. Wenn du willst, streckst du den anderen Arm aus oder legst ihn auf dein Baby ab, ja? Ich lege sie immer gerne auf die Füße ab oder halte die Füße fest, damit ich nicht getreten werde. Aber meine Puppe ist ganz lieb heute. Spür noch mal rein. Wer will, kann auch die Zehen hier aufstellen. Und dann kommst du hier in den Vierfüßlerstand wieder zurück und machst das Gleiche auf der anderen Seite. Nimm den anderen Arm, einatmen in die Luft und ausatmen, ablegen.
Zwei mehr. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, ablegen. Eine letzte Runde. Ein und aus. Und wenn du willst, leg dich auch hier hinter deinem Baby ab. Und du kannst auch hier nochmal den anderen Arm ausstrecken oder auf den Füßchen von deinem Baby ablegen. Nochmal tief ein- und ausatmen. Kurz nachspüren in dieser Position. Und dann ganz, ganz langsam zurückkommen im Vierfüßlerstand. Treffen wir uns alle wieder. Und dann auch hier wieder hinter deinem Baby oder über deinem Baby im Vierfüßlerstand bleiben. Für den Tiger zieh als erstes mal den Bauchnabel nach innen, spann Bauch und Beckenboden an und dann nimm mal das linke Bein gestreckt, genau. Und wenn du möchtest, streck noch den rechten Arm aus. Und jetzt halte mal diese Körperspannung, zieh dich diagonal auseinander, Bauchnabel reinziehen, zu deinem Baby schauen, lächeln und weiter atmen. Ein und aus durch die Nase, ganz gestreckt. Wunderbar, weiter so, nochmal einatmen, ausatmen, Hand und Knie absetzen. Wenn du willst, hier nochmal zu deinem Baby schauen, gucken, ob es deinem Baby gut geht. Genau, auch bei den Balancen immer aufpassen, wir wollen ja nicht aufs Baby fallen, sondern lieber ein Stück Abstand, also lieber sonst ein Stück nach hinten gehen. Schau einfach, wie es für dich passt. Für die andere Seite hebe ich das rechte Bein diesmal an und nehme den linken Arm. Und ziehe mich diagonal auseinander und halte die Bauchspannung. Zieh den Bauchnabel nach innen, aktiviere den Beckenboden. Halte das ganz aktiv, weiter atmen. Einatmen und ausatmen, dann Hand und Knie wieder absetzen. Einmal kurz die Knie öffnen, ganz weit nach außen, ein bisschen wie so ein Frosch, ja, dass du hier Raum hast für den Oberkörper. Und da kannst du dich nach vorne ausstrecken, hinter deinem Baby, auf deinem Baby ablegen oder einfach mal die Arme kurz strecken und nachspüren. Tiefen Atemzug noch hier nachspüren und dann wieder ganz, ganz langsam aufrichten. Ein Bein dann aufstellen, dich abstützen, über deinem Baby einatmen, in einen langen, geraden Rücken kommen. Ausatmen in die Vorbeuge. Beug beide Beine, komm dann langsam, langsam mit aktivem Bauch, aktivem Beckenboden, geraden Rücken in einen Stand nach oben. Jetzt sind wir am Ende der Yoga-Praxis. Ich hoffe, es hat gut getan. Vielleicht konntest du einige Verspannungen in deinem Körper lösen oder hattest einfach mal eine gute Zeit zusammen mit deinem Baby zu Hause mal bewegt, dich mit deinem Baby zusammen auf der Yogamatte. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und freue mich, wenn du nochmal eine Mama-Baby-Yoga-Stunde mit mir machen möchtest. Bis dahin alles Liebe und Gute für dich. Tschüss! Yoga.